look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Spinnt ihr? Soll das ein Witz sein? Klar ist das ein Witz. Und die Witzfigur bist du. Hört auf damit. Das macht mir Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, Darf. Wir wollen dir doch nicht wehtun. Nein, das ist das Letzte, was wir wollen. Du nutzt uns nichts, wenn wir dir die Knochen brechen. Ich verstehe euch nicht. Ich finde das auch nicht mehr komisch. Tut mir leid, ich muss jetzt los. Hey! Halt ihn fest. Lass mich los! Was wollt ihr denn von mir? Abwarten, Kleiner. Nach dem Essen möchte ich mit euch allen reden. Wo ist Celine? Sie schläft. Sie schläft? Sie hat gesagt, sie will nichts essen. Ach, dann redet sie im Schlaf, oder wie? Vielleicht ist sie krank. Wie die Erwachsenen. Was? Die wollten auch nichts essen. Es ist gar nicht schlecht, wenn man mal ein Essen auslässt. Ich finde, wir essen sowieso zu viel. Du vielleicht. Weiß jemand, wo Lex ist? Du, Amber? Woher soll ich das wissen? Irgendwo muss er sein. Das sagte schon Aristoteles. Was ist? Na, dass jeder Mensch irgendwo sein muss. Ach, Blödsinn. Was willst du denn von ihm? Das ist meine Sache. Und wo ist Ryan? Was willst du denn von ihm? Ich will mit ihm reden. Na, weit kann er nicht sein. Es gibt was zu essen. Na, wenn's so ist, dann kann ich's ihm ja auch bringen. Sandra, es gibt hier was zu besprechen. Sandra! Hast du das mit Tyzan gewusst? Tyzan? Von ihr und Lex. Von ihr und Lex? Es bringt überhaupt nichts, wenn du mir alles wie ein Papagei nachplapperst. Sie hat bei ihm geschlafen. Sag jetzt nicht, du hast das nicht mitgekriegt. Ich hatte Wachdienst. Also hast du es gewusst? Naja, ich... Du hast es gewusst und mir nichts gesagt? Lex hat gesagt... Was interessiert mich, was Lex gesagt hat? Ich dachte, ich bin dir wichtig, Ryan. Klar bist du das. Ich liebe dich, das weißt du doch. Was? Ich meine, naja, du weißt schon, ich mag dich eben. Komische Art, das zu zeigen. Vor mir Dinge zu verheimlichen und mich vor allen lächerlich zu machen. Die anderen wissen nichts davon. Woher weißt du das? Sonst hätten sie was gesagt. Du hast auch nichts gesagt. Zu mir nicht. Ich wollte dir nicht wehtun, verstehst du? Ich wollte es dir sagen, ehrlich. Ich würde alles für dich tun. Dann such Lex, bitte. Und was willst du von ihm? Keine Ahnung. Es wird mir schon was einfallen. Verlass dich drauf. Hört zu, ihr wisst, warum wir hier sind. Also, dieses Treffen hier. Hi, das ist ja ein genialer Platz zum Fischen. Ja, einer der besten Plätze überhaupt. Wo ist Dell eigentlich? Wir haben ihn beim Clown erwischt. Was? Ja, leider. Dell! Und wir haben ihm vertraut. Wer hätte das gedacht? Ich hab Angst. Celine, Casey hat was zu essen für dich. Du musst doch Hunger haben. Danke, Casey. Ich möchte nichts. Thank you.
Kommt jetzt alle in die Küche, bitte? Wir müssen was besprechen. Celine? Was? Ist mit dir alles in Ordnung? Hör auf damit, Amber. Ich mein's ernst. Du hast also was? Ja, Dell. Du bist nicht die Einzige, die ihn vermisst. Und sonst hast du nichts? Nein. Naja, du warst in letzter Zeit irgendwie so anders, finde ich. Warten die anderen nicht auf dich? Also, wo Lex ist, weiß ich nicht. Und Sandra sagt, zieh Leine. Was soll denn das nun wieder? Ein Stammestreffen. Super. Und was ist das? Da kommen alle Stämme zusammen, um sich auszutauschen. Und warum? Da musst du Trudy fragen. Viel weiß ich auch nicht. Die Nomaden sagen, es wäre so eine Art Markt, wo man Sachen verkaufen kann. Was für Sachen? Wir haben doch überhaupt nichts. Wir haben haufenweise Sachen hier. Hier ist doch nichts, was die anderen nicht auch hätten. Wir werden schon was finden. Denk doch mal positiv, Jack. Und gehen denn da alle Stämme hin? Ich denk schon. Die Demdogs? Die Locos? Ich glaube, dass Ebony die Idee hatte. Sie hat das organisiert. Ebony? Dann ist das eine Falle. Nein, denke ich nicht. Ich glaube, sie will sich wirklich mit den anderen Stämmen arrangieren. Sie haben ein neues Hauptquartier. Ebony versucht, ihnen neue Wege aufzuzeigen. Das ist wichtig für alle Stämme. Schwachsinn. Wieso? Weil's so ist. Es kann doch möglich sein. Und wenn es tatsächlich so ist? Das wäre einfach traumhaft. Wenn die Stämme nicht mehr gegeneinander kämpfen würden. Vergiss es. Wieso nicht, Jack? Es wird höchste Zeit, dass man aufeinander zugeht. Das ist eine Chance für uns alle. Es muss herrlich sein, ohne Angst auf die Straße zu gehen. Nach Hause zu gehen. Kann ich nicht. Meins ist abgebrannt. Auch die Spielsachen und alles. Trudy hat recht. So eine Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Na gut. Dann werden wir also für immer hierbleiben. Wie Kanalratten. Nicht besser und nicht schlechter. Was denkst du, Tyzan? Die Zeichen stehen gut. Was für Zeichen? Das ist zu hoch für dich, Ryan. Ach ja, ich verstehe mehr, als du denkst. Hört auf. Das bringt doch nichts. Vielleicht hat Trudy recht. Vielleicht hat Ryan recht. Lass mich doch erst mal rausfinden, was da läuft. Du willst Ebony sehen, hä? Nein. Aber vielleicht erfahre ich draußen, ob da was faul ist. Eine gute Idee. Und wenn alles klar ist, gehen wir, okay? Wir gehen auf einen Markt, Celine. Wir gehen einkaufen. Das ist schön. Was höre ich da? Du hast geklaut? Das ist gelogen. Als ich gesagt habe, dass ich weg will, haben sie mich gepackt. Was? Wieso? Ich meine, nimm's mir nicht übel, aber wer würde für dich Lösegeld zahlen? Was? Du bist kein Prinz oder Kaiser, oder? Quatsch! Hey, wenn du frech wirst, befreie ich dich nicht. Ich meine, die Nomaden waren doch so nett. Verstehst du? Ich kapier das nicht. Ja, du dachtest, es sind die Guten. Und jetzt sind es die Bösen. Was wollen die von mir? Keine Ahnung, aber es ist zu gefährlich, das rauszufinden. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Lex? Nein, tut mir leid. Ich hab dir was zu essen gebracht. Hab keinen Hunger. Du jetzt nicht auch noch? Was? Celine kriegt auch nichts runter. Ich bin zu wütend. Oh. Willst du darüber reden? Nein. Okay. Wir haben noch mal über das Stammestreffen gesprochen. Er ist so ein Schwein. Ich hasse ihn. Was hat er dir getan? Mit Ebony, das war schon schlimm genug. Da haben schon alle gelacht, aber die jetzt. Wer? Und ich dachte, zwischen uns ist alles klar. Endlich. Ich habe so gehofft, dass er mich fragt, ob wir heiraten. Wer ist es, Sandra? Was ist passiert? Es ist doch nicht Celine. Nein, es ist diese Kuh. Dieses esoterische, dumme Gesülze und diese verquasten Rituale. Diese verlogene Hexe. Tyzan.
Lex und Tyson. Ja. Ja. Oh nein. Siehst du? Du schlägst mich nicht. Du bist eben super. Da ist Sandra anderer Meinung. Was war denn? Erzähl ich dir, wenn du älter bist. Lex, da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Was willst du? Was denkst du denn? Ich bin kein Gedankenleser, Ryan. Nein, du bist eine Ratte. Und hier unten ist dein Nest. Sandra sucht dich überall. Sie ist völlig fertig. Ach, weshalb? Das weißt du ganz genau. Sie hat einen Streit mit Tyson. Sandra weiß jetzt, was zwischen euch war. Tyson hat alles erzählt. Spinnt Sandra jetzt? Wenn einer spinnt, dann bist du das. Die meisten Kerle würden alles tun, um mit dir zusammen zu sein. Und was tust du? Du hast doch keine Ahnung. Ich hab die Schnauze endgültig voll, Lex. Du gehst jetzt zu Sandra und entschuldigst dich. Hast du verstanden? Ich warne dich. Wir ketten uns einfach zusammen. Einen guten Mechaniker und einen Jongleur. Wollen wir im Zirkus auftreten? Als Jongleur bist du doch ein Flop. Hör auf damit. Das ist nicht komisch. Da bin ich schon mal an jemanden gekettet und dann ist das so ein Miesepeter. Sascha, wir sind in Gefahr. Reg dich nicht auf. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wäre ich bloß in der Mall geblieben. Allerdings, dann wäre ich jetzt auch besser dran. Ach, ich dachte, dir macht das hier Spaß. Das wird sich alles aufklären. Das ist ein Missverständnis. Ich meine, die haben doch überhaupt keinen Grund, uns einzusperren. Ich begreife das nicht. Es sei denn... Was? Es sei denn was? Das sind Kannibalen. Hey, hey, nicht so wild. Was ist denn hier los? Ich bin ein Loco. Casey spielt Loco und jagt uns. Er darf uns nicht kriegen. Jagen die uns auf dem Stammestreffen auch? Nein, dann würden wir doch da nicht hingehen. Macht es euch was aus, etwas leiser zu spielen? Die Kleine muss schlafen. Entschuldige. Ist Celine wach? Ja, aber sie sagt gar nichts. Okay, dann spielt schön weiter, aber leise. Los, kommt, wir spielen Planet Vortex. Ich bin Commander Stella. Nein, das will ich sein, das bin ich. Hallo, geht's dir besser? Brady wollte dir noch gute Nacht sagen. Ich bin nicht krank. Du isst gar nichts. Wir machen uns alle Sorgen um dich. Oh, du meinst wegen des Virus. Nein, das ist das nicht. Ich habe auch schon wieder Appetit. Ehrlich gesagt, habe ich richtig Hunger. Na toll, kannst du sie kurz halten? Ich hol dir was zu essen. Celine, Ich weiß, wie unmöglich ich war. Nein. Besonders dir gegenüber. Und ich kann verstehen, dass du mich gemieden hast, aber... Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber ich würde gerne deine Freundin sein. Wenn ich darf. Ich bin dir so dankbar für alles, was du getan hast. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. So, ihr zwei. Susanna hat euch was Schönes zu essen gemacht. Keine Angst, es ist nicht vergiftet. Aufessen. Ihr seid ja die reinsten Hungerhaken. Ihr habt ja gar nichts auf den Knochen. Ryan sagt, du suchst mich. Komm rein. Ist was passiert? Das müsste ich dich fragen. Wenn du dir wegen Tyson Sorgen machst... Sorgen machst? Es war ihre Schuld. Sie wollte es, Zen, ich schwör's. Sie hat gesehen, wie du mich hingehalten hast. Und wie gefrustet ich war. Sie ist einfach zu mir gekommen. Ich hab geschlafen, ich dachte, du wärst das. Bitte? Es war tierisch spät. Und es war dunkel. War es beim zweiten Mal auch so dunkel? Es tut mir leid, Zen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Es ist schon ätzend genug, dass du mich mit diesem widerlichen Schrumpfkopf verwechselt hast.
Aber wie erklärst du mir das zweite Mal? Sie war eben verrückt nach mir. Ich wurde sie einfach nicht mehr los. Und ich wollte sie nicht verletzen. Sie verletzen? Und ich habe mir eingebildet, wir sind verlobt. Das sind wir auch. Ehrlich. Und wir heiraten bald. Gib mir noch eine Chance, ja? Sowas passiert nie wieder. Ich schwör's dir. Zuerst Ebony, dann sie. Was für ein Mensch bist du, Lex? Ich bin ein Mann. Was denn sonst? Das magst du doch an mir. Ich bin kein Weicher wie Ryan. Lass ihn das bloß nie hören. Schon klar. Das hat er nicht verdient, Lex. Keiner von uns hat das verdient. Ich weiß. Ich weiß. Du wirst aus mir einen echten Mann machen, Sam. Weiß es denn außer Ryan sonst noch jemand? Nein. Ich schwöre. Bitte, Sam, es war lächerlich. Nicht wie bei uns. Ich verspreche dir, das kommt nie wieder vor. Ich werde es dir beweisen. Na gut. Okay. Ich habe nur eine Bedingung. Bitte, nur noch ein Spiel. Nein, Casey. Casey! Es ist zu früh zum Schlafen gehen. Wir haben hier bestimmte Regeln, Casey. Du kannst morgen weiterspielen, nach deinem Unterricht. Ich will keinen Unterricht. Darüber unterhalten wir uns morgen früh weiter. Nacht, Amber. Kannst du uns noch etwas vorlesen? Heute nicht, ich habe zu tun. Ich spiele noch mit Lex. Lex wird auch zu tun haben. Und er ist bestimmt auch nicht der richtige Umgang für dich. Hi, hast du einen Moment Zeit? Ich wollte dir nur sagen, ich fand's echt toll, wie du das mit dem Stammestreffen unterstützt hast. Warum nicht? Lex sieht das anders. Das ist typisch, Lex. Das wäre eine Chance für uns, Amber. Wir könnten anfangen, wieder normal zu leben. Da kannst du lange drauf warten, Bray. Aber danke für den Zuspruch. Ist mal was anderes. Ich habe immer versucht, fair zu dir zu sein. Aber ich weiß, dass ich nicht immer einfach war. Ich werd's überleben. Ja, aber es tut mir leid, dass ich dir so viel Mühe gemacht habe. Ich hoffe, dass wir trotzdem Freunde sein können. Taizen, ich muss mit dir reden. So, musst du das? Wegen dieser Sache mit Lex. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Das sehe ich etwas anders, Taizen. Was ich tue, ist ja wohl ganz allein meine Sache. Dann hatte das also überhaupt nichts zu bedeuten? Was hast du denn geglaubt? Ich und Lex? Seine Aura war irgendwie gestört, das ist alles. Ich habe versucht, sie zu reinigen, für ihn und für uns. Und was war mit Sandras Aura, als sie von der Sache erfahren hat? Sandra sollte lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen. Wenn sie sich von Lex so behandeln lässt, ist das ihr Problem. Ich glaube, ich werde dich nie verstehen. Nein, wahrscheinlich nicht. Du bist zu verklemmt. Du kannst es dir vielleicht leisten, nur an dich zu denken, Taizen. Aber ich muss dafür sorgen, dass dir alles gut geht. Das ist dein Problem. Du und deine Machtgier. Das dürfte dir auch nicht fremd sein, so wie du mit Menschen spielst. Ich klebe wenigstens nicht an irgendwelchen überholten Moralvorstellungen. Wer gibt dir überhaupt das Recht, dich in das Leben anderer einzumischen? Genau wie die Erwachsenen. Du hast doch gesehen, wohin das führt. Und wohin glaubst du, würde es führen, wenn wir alle so leben würden, wie du es für richtig hältst? Du begreifst nichts. Nur so kann man seinem Schicksal gerecht werden. Na wunderbar. Schon mal was von Verantwortung gehört? Verantwortung entsteht durch Wahrnehmung. Verstehst du? Würdest du dich öffnen, könntest du dein Leben anders erfahren und deine ganze Hier Wut... Hier geht es nicht um sich öffnen oder Wahrnehmung oder Verantwortung dem Schicksal gegenüber. Die Einzige, die ich hier verantwortlich mache, bist du, Taizen, und ich warne dich. Oh, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Du drohst. Du weißt doch, Amber, Macht verdirbt. Und absolute Macht verdirbt auch absolut. Komm schon. Hör mal, das Ganze ist schon schlimm genug für sie ohne Zuschauer. Ich möchte hören, wie du es sagst. Eine gute Ehe ist auf Vertrauen gebaut. Wieso vertraust du mir nicht? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du bist so zynisch, Sam. Das hast du von Amber. Quatsch, ich weiß doch, wie Kerle sind. Wie auch immer, es ist nicht, dass ich dir nicht traue. Ich will einfach sehen, wie sie reagiert. Und wenn sie nicht da ist? Sie wird da sein. Taizen? Ja. Also, ich wollte dir nur sagen, dass...
dass es aus ist, Babe. Dass es aus ist? Zwischen uns, dir und mir. Es tut mir leid. Was ist? Hat's dir die Sprache verschlagen? Habe ich das richtig verstanden? Du lässt mich fallen? Ja, kluges Kind. Und in Zukunft lässt du gefälligst die Finger von Lex. Na, war das so schlimm? Power und Chaos! Warten! Ah! Hi. Ich hol nur ein bisschen Milch für Brady. Du kannst ruhig hierbleiben. Hast du mit Celine geredet? Worüber? Dass sie nichts isst? Nein, sie isst ja wieder. Sie hat gesagt, dass sie wieder Hunger hat. Gut. Aber wir sollten sie trotzdem im Auge behalten. Mit mir spricht sie ja nicht. Hast du es versucht? Ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ihr ging es wahnsinnig schlecht. Schon bevor du wiederkamst. Hast du mit ihr auch Schluss gemacht? Trudy, wir leben in einer völlig kaputten Welt und wir machen alle Fehler. Ich versuche, meine wieder gut zu machen. Na dann, viel Spaß. Ich glaube, damit hast du auch erstmal genug zu tun. Bray! Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich habe genauso viel, wenn nicht mehr Schuld als du. Ich habe einfach zu viel erwartet. Ich habe mir alles zurechtgebogen. Und du warst mein Traumprinz. Verstehst du? Ich bin froh, dass du hier bist. Wegen Brady. Nur ihretwegen bin ich zurückgekommen, Bray. Was ist denn das? Keinen Appetit? Kommt, esst auf. Susanna hat sich solche Mühe gegeben. Eher verhungern wir. Was? Vielleicht sind wir zickig. Kann ja sein. Aber wir finden es nicht besonders erstrebenswert, als Fleischbeilage auf deinem Teller zwischen Bratkartoffeln, Gemüse und brauner Soße zu landen. Wie? Genau das hast du doch vor. Ihr glaubt, wir sind Kannibalen? Seid ihr das nicht? Natürlich nicht. Aber warum werden wir dann gefangen gehalten? Weil wir euch verkaufen wollen, ist doch klar. Verkaufen? Ja, wir sind Sklavenhändler. Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing.